Hallo. Hallo. Mein Name ist Dieter Müller und ich bin Schulleiter des Gymnasium Herkenwalds. Ich unterrichte die Fächer Kunst, Sport und wenn es sein muss, ein bisschen Informatik. An meiner Arbeit schätze ich sehr Umgang mit Schülern. Fragenhagel. Also, wann war eigentlich der Tag Ihrer Macht? Wann wurden Sie Schulleiter? Vor knapp 4 Jahren. Wie viele Lehrer beschäftigen wir hier eigentlich? 86. Ist der Posten des Rektors nur Ihr Sprungbrett in die Politik? Nein, definitiv nicht. In welche Himmelsrichtung sind eigentlich die Fenster Ihres Büros ausgerichtet? Süden. Schon mal was gewonnen? Nein, nie. In welchen Jahren wurde Deutschland Weltmeister? Muss ich raten. 74 und irgendwas in den 80ern. Würden Sie Ihre Fächerkombination als besonders beschreiben? Ja. Gab es in Ihrem Leben einprägsame Nahtoderfahrungen? Nein. Wie waren Sie als Schüler? Eher, denke ich, brav. Ich war immer der Jüngste. Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? 24. Wie viele Zahlen kennen Sie? 1 bis unendlich. Welcher Planet wird häufig als Abendstern bezeichnet? Venus. Düsseldorf oder Köln? Köln. Welcher Epoche gehörte Goethe an, als er eine Ode an die Freude schrieb? Goethe. Klassizismus. Reis oder Nudeln? Nudeln. Kunst bedeutet für mich? Entspannung, Auseinandersetzung, Spaß. Würden Sie das Bild vor Ihnen hochheben? So, dass ich sehen kann. Halten Sie es einmal in die Kamera. Etwas höher, bitte. Was sehen wir darauf? Das ist natürlich ein Bild von mir. Das ist ein Teil Landschaft mit einem Teil eines Aktes. Und ich denke, beide sind miteinander verwoben. Danke. Der schlimmste Jugendtrend, den Sie je miterlebt haben? Schlaghosen. Warum wurden Sie Schulleiter? 2 Sachen. Erstmal wollte ich natürlich zurück nach Köln. Ich war viele Jahre in Düsseldorf. Zweitens glaube ich, dass ich ein paar Fähigkeiten habe im Umgang mit Schülern, mit Kollegen, mit dem Schulträger und, die ich relativ gut ausüben kann und die mir auch wirklich Spaß machen. Warum Herkenrad? Herkenrad ist von den Schulen, die ich so kennengelernt habe in Köln, bevor ich mich hier für Köln entschieden habe, eine Schule, die meiner Ansicht nach ein sehr positives Schülerklientel hatte, wo man nett miteinander umgeht und auch das Kollegium, man wird ja als Schulleiter irgendwo auch gewählt, macht einen sehr netten, entgegenkommenden Eindruck. Waren Sie mal in Bielefeld? Ja, einmal eine Ausstellung. Was bedeutet Ragnarök? Ragnarök. Das Weltende. 5 Sterne oder Camping? 5 Sterne. Wer ritt einmal auf einer Kanonenkugel? Münchhausen. Wasser oder Wein? Wein. Vorsätze fürs neue Jahr? 2-3 Kilo weniger. Was macht einen guten Schüler eigentlich aus? Eine gesunde Arbeitshaltung. Ihr Lieblingsgericht der englischen Küche? Scones. Warum bieten wir Chinesisch nicht als 2. Fremdsprache an? Wir haben schlicht und ergreifend keinen Lehrer dafür. Ab wie viel Promille ist man eigentlich schuldunfähig? Schuldunfähig? Weiß ich nicht, müsste ich raten, aber ich denke mal deutlich über 1. Vermissen Sie Herr Schulte? Nee, ich glaube, dem geht es an der Stelle, wo er jetzt ist, ganz gut. Wann wurden Sie zuletzt geblitzt? Letztes Schuljahr. Wie schnell waren Sie?
40 statt 30. Haben Sie schon mal cholerische Anfälle gehabt? Nein. Die schlimmste Sportverletzung, die Sie je sahen? Wollt ihr wirklich die Beschreibung haben? Ja. Okay. Nach dem Riesen am Reck hat jemand den Riesen nicht gehalten und ist mit beiden Armen dann entsprechend auf Höhe der Reckstange wieder gelandet. Die waren beide gebrochen und guckten auch entsprechend daraus. Gruselig genug. Sind Sie Romantiker? Manchmal. Sind Sie ein ordentlicher Mensch? Nicht wirklich. Wie viele Bretter können Sie eigentlich gleichzeitig zerschlagen? Also vom Zeitpunkt her immer eins, aber danach zwei, drei, vier, wenn sie hintereinander zerschlagen sind. Ist Ihnen die Umwelt eigentlich wichtig oder der Klimawandel eher eine Lüge? Nein, Umwelt. Ich denke auch, dass wir hier in der Schule noch die eine oder andere Sache dafür tun können. Mögen Sie das Oberstufenbüro? Ja. Wie war es an Ihrer alten Gesamtschule? Deutlich anstrengender als hier. Warum sind Katzen eigentlich die besseren Haustiere? Sie sind in der Lage, alleine in den Garten zu gehen und auch alleine wieder zurückzukommen. Nennen Sie mir die Nachbarländer Polens in alphabetischer Reihenfolge. Muss ich wahrscheinlich den Publikumsjoker nehmen. Außer Deutschland fällt mir da momentan nicht wirklich viel ein. Gewalt gegen Schüler ist untersagt und falsch. Kann Gewalt eine Lösung sein? Bei der Ausübung Gewalt anderer wird man unter Umständen genauso antworten müssen. Wo würden Sie eine Leiche im Gebäude verstecken? Im Schulgarten. Erklären Sie mir bitte noch kurz die Stundenplanregel mit den geraden und den ungeraden Wochen. Die an geraden Wochen oder ungeraden Wochen, je nachdem, ob es also eine 8. oder 9. Stunde ist, werden die Stunden verdoppelt. Dafür entfällt in der nächsten Woche dann der Unterricht in diesem Fach. Und die andere Stunde, also die ungeraden Woche, kann da verdoppelt werden. Dadurch haben die Schüler dann entsprechend Doppelstunden. Oder, wenn das Fach nur allein in einer Stunde gegeben wird, frei. Vielen Dank. Danke.